Hallo YouTube, hier ist wieder Sven, euer Küchenmagier. Und zwar hatte ich ja vor kurzem ein Video gemacht zum Thema Kraftorte bzw. magische Orte reinigen, wo man denn halt magisch wirken wollte, wo ich mit dem Räucherstäbchen rumgegangen bin und alles vertrieben habe aus den Ecken und der Terrasse rumgegangen bin, also die Kraftorte reinigen. Ja, da hatte ich auch angesprochen, ein reinigendes Bad bzw. Vorbereitung der Orte, sage ich mal, bzw. von sich selbst, bevor man denn ein Ritual machen möchte. Und dazu habe ich heute mal ein Reinigungsbad vorbereitet. Und zwar habe ich da ganz neue Steine, die ich mit Hilfe vom Internet gefunden hatte. Also jetzt nicht in einem Online-Shop, sondern in unserer Region ist es relativ schwer, einen Esoterik-Laden zu finden. Und siehe da, ich habe einen gefunden, eine wahre Goldgrube. Und da habe ich einige Steine auch her. Ja, die möchte ich euch jetzt auch gerne mal präsentieren. Sie dann mit in dieses Reinigungsritual mit einbinden und euch das einfach mal zeigen. Jo, auf geht's, ne? So, da hätten wir zu einem ein Landschaftsjaspis oder Ozeanjaspis. Ich muss mir ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich würde eher sagen, es ist ein Ozeanjaspis. Also vergiss das mit dem Landschaftsjaspis, es ist ein Ozeanjaspis. Genau, das ist jener. Dann habe ich hier einen Fluorit. So in der Form kannte ich die bis dato auch noch nicht. Der hat doch, ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann, hier oben noch wie so eine Art, doch, ich glaube, das sieht man, so eine Art Kreis drin, beziehungsweise ein Halbkreis dran. Ja, dann geht's weiter. Einmal mit einem Rohstein, sein Phantomquarz. Entschuldigung, ich hab's heute voll drauf. Verzeihung, natürlich nicht mit einem Phantomquarz, sondern mit einem Rauchquarz. Einmal als Rohstein. Die strahlen die pure Energie aus. Und einmal als geschliffenen. Den kann man auch wunderbar, wie ihr das hier oben sehen könnt. Den trage ich auch dann, mache ich meine Kette drum und trage den dicht am Herzen bzw. am Körper. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Stufe. Ja, Quatsch, eine Gruppe. Ihr merkt, ich habe es heute echt, also sorry, eine Gruppe. Und zwar eine Bergkristallgruppe. Ja. Für mich selber habe ich zur innerlichen Reinigung einen Salbeitee vorbereitet und habe die Wanne außenrum soweit vorbereitet. Und zwar mit Teelichtern. Und Kerzen. Genau. So. Zur innerlichen Reinigung habe ich, wie gesagt, den Salbeitee. Und den werde ich jetzt auch trinken. Kann ich jedem nur ans Herz legen, ist lecker, 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 reinigt komplett. Salbei ist sowieso, sagen wir mal, wenn es um Reinigung geht, das Kraut schlecht weg und der Tee schmeckt einfach klasse. Ja, dann habe ich hier für mein Wasser ein Badesalz vorbereitet und zwar aus dem Toten Meer. Aus Salz und habe da noch ätherisches Öl reingemacht und zwar Zitrone zum Auffrischen.
äußerlicher und innerlicher Klarheit, sage ich es einfach mal. So, das Salz kommt dann natürlich mit in die Wanne. Das streue ich jetzt da rein. Wie eine Art Schutzkreis mache ich das. Ob es für dreimal reicht, kann ich natürlich nicht sagen. Einmal, zweimal. Wenn ich mich etwas beeile, dann sogar noch ein drittes Mal. Jo, das dritte Mal geht auch noch. So. Und lass das wirken im Wasser. Jetzt nehme ich meine Steine. Fange mit dem Jaspis an. Und werde ihn unter fließend Wasser reinigen und dann mit ins Wasser tun. Lauwarmes Wasser. Oh, die Zitrone, wenn ihr das riechen würdet. Schade, dass es noch keine Videos mit Geruch gibt. Pack ihn dazu. Suche mir eine Stelle aus unter dem Wasser, wo jetzt kein Salz liegt. Mach das Ganze weiter mit den Bergkristallen. So, hinein. Dann meine Rauchquarze, beziehungsweise, ja doch, Rauchquarz ist diesmal richtig gewesen. Einige ist auch wieder darunter. Irgendwie habe ich es heute mit dem Namen der Heilsteine. Nimmt mir das nicht übel. So, packe ich auch mit rein. Alles schön in die Mitte verteilt. Wo wir gerade beim Rauchquarz waren. Geht das mit dem natürlich auch weiter. Den werde ich ganz besonders aufladen, weil ich den jetzt später, wie gesagt, tragen will am Körper. Jetzt ist gerade ein Teelicht abgeschmiert bei mir, das ist nicht so schön. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal an. Kriegst du einen kleinen Moment bitte. Ja, es brennt. Hervorragend. Ich ziehe es weiter rüber. So, und zu guter Letzt mein Fluorid. Hinein. So, das wollen wir nicht mit dabei haben. Das war etwas Wachs, das kommt weg. Das soll natürlich nicht mit dazu. Ja, jetzt werde ich noch mal alles gut miteinander vermengen und die Wanne voll laufen lassen. So, das Ganze sieht dann von oben aus so aus. Von oben aus so aus, genau. Da die ganzen Steine drin. Ob sie noch gut erkennen kann unter Wasser, ich weiß das nicht so genau. Mein Tee. Ja, und eigentlich bin ich derjenige, der jetzt nur noch fehlt. Ich werde jetzt mein Reinigungsbad vornehmen, dann nebenbei meinen Salbeitee, wie gesagt, trinken und mich dabei richtig fallen lassen und die Kraft der Energie der Steine, die in das Wasser übergegangen ist und sich damit auch gereinigt haben und wie gesagt ihre Energie an das Wasser auch abgegeben haben, auf mich wirken lassen. Verzeiht mir meine Verpasser, sorry. Also ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie nicht so richtig die Namen der Steine im Kopf gehabt. Möget ihr mir es verzeihen. Ja, und mit dieser herrlichen Musik im Hintergrund verabschiede ich mich jetzt von euch. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr es denn gerne mal ausprobieren wollt, kann ich nur empfehlen,
Es ist wirklich klasse. Ja, ich springe jetzt ab in die Fluten. Bis bald, euer Küchenmagier. Ciao, ciao.